Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP 2. Und ich spiele das Ganze jetzt schon zum dritten Mal. Weil bei der ersten Aufnahme, da ist das Spiel, hat sich aufgehangen. Und dann wollte ich es nochmal machen. Das kann ich mal kurz erklären, wenn man diese Streckenansicht überspringt. Oder versucht zu überspringen, dann hängt sich das Spiel auf, dann kriegt man ein Schwarzbild. Und beim zweiten Mal habe ich meine Aufnahme nicht gestartet. Was schon Endlevel-Fail ist. Aber naja. Ach ja, das hatte ich auch rausgefunden, dass man hier so springen kann. Also wenn ich versuche zu driften, dann kann ich ja, dann springe ich ja zuerst. Und wenn ich das bei so einer Rampe mache, dann hebe ich ab. Dadurch werde ich aber langsamer, deswegen lasse ich das. Uff. Fail. Ja, ich wollte es eigentlich lassen, warum mache ich es immer wieder? Und jetzt habe ich nicht getriftet, deswegen. Zack. Viel Spaß damit, Bowser. Oder Bowser, wie auch immer man dich nennen mag. Zack. Viel Spaß mit deinen Reifen. So, Mario Coins mitnehmen, perfekt. Habe ich jetzt schon alle Mario Coins? Das wäre ja super. Das wäre ja Endlevel super. Komm schon, 25 Münzen, ich habe alle Münzen. Man wird aber hier nicht wie in den anderen Teilen, wo es Münzen gibt, schneller. Was ich ziemlich schade finde eigentlich, aber dann halt nicht. Was ich auch noch bemerkt hatte, war, dass da unten 150 Kilometer steht. Was aber überhaupt keine Geschwindigkeitseinheit ist. Deswegen war ich etwas verwirrt. So, zum Schluss kann man es ja mal machen. Zack. Aber nur, wenn man genug Abstand hat. Nur dann. Banana Train. Gut, hab ich jetzt vergessen vorzulesen, egal. Es kann ja jeder das Video anhalten und sich durchlesen. So, 40 Münzen. Nice, jetzt kriege ich das Miss Pac-Man Original Card. Das habe ich schon gewusst. Weil ich es schon zweimal aufgenommen habe, wie gesagt. Oder nur einmal aufgenommen, so gesehen. Was ich auch lustig fand, ich hatte in dem zweiten Aufnahmeversuch, der aber gescheitert ist, über meine Aufnahmeeinstellungen geredet. Was ziemlich ironisch ist. Wenn man bedenkt, dass ich in dem Moment nicht aufgenommen habe. Und wenn ich mal dabei bin. Und zwar könnte es sein, dass die ersten zwei Parts etwas verartefaktet aussehen. Gibt's das Wort? Weil ich da noch ich glaube 25.000er Bitrate drin hatte. Eine Konstante. CBR nennt sich das. Konstante Bitrate. Und das war halt schon ziemlich voll mit Artefakten. Weshalb ich mich umentschieden habe. Es ist ja auch letztens für OBS so ein neuer Nvidia Encoder. Ist es ein Encoder oder ein Decoder? Ich glaube, es ist ein Encoder. Herausgekommen.
der vielleicht besser ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich gehe einfach mal stark davon aus. Wobei neu heißt nicht immer gleich gut. Das ist mir auch klar. Jedenfalls hatte ich das von der Betrater auf CQP oder so verändert oder CQ. Ich weiß tatsächlich nicht, wofür das die Abkürzung ist. Aber das habe ich auf 12 gestellt. Und da sieht das schon viel besser aus. Also ich hatte es mal mit Mario Kart Double Dash getestet. Auf doppelter Geschwindigkeit. Und da sah das schon noch... Eigentlich sah es perfekt aus, wenn ich so drüber nachdenke. Bam. Warum habe ich das gemacht? Perfekt. Ich habe alle Mario Coins, oder? Nein. Doch, Junge, ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe auf dieser Strecke bisher nicht einmal alle Mario Coins gehabt, weil ich immer diese zwei da verpasst habe. Nein, ihr überholt mich jetzt nicht in der letzten Runde. Zack. Immer wenn ich diese Sprünge mache, das ist richtig knapp. Ich komme dann immer sehr knapp ins Ziel nach mir. Firecracker drops backward explodes when hit oder was auch immer, ich hab's nicht gesehen. Die Items gab es schon in Teil 1, glaube ich. Was mir auch aufgefallen ist, die Münzen, wenn man die einsammelt. Frying Pan, can hit rival. Ja, das ist viel zu schnell weg. Ey, auf jeden Fall die Münzen, wenn man die einsammelt, dann wird man dadurch nicht schneller. Das ist ja in anderen Mario Kart so. Und es ist tatsächlich auch in dem ersten Grand Prix Teil so. Was ich ziemlich lustig finde. Weil, keine Ahnung, warum entfernt man sowas. Und hier unten hat man auch gerade das Flat-Item gesehen. Also die Wasserpumpe aus Mario Sunshine. Oh, ich hätte es fast übersprungen. Oh, Junge, das war richtig knapp. Dann hätte ich das gleich alles nochmal machen können. So, krieg ich hier gleich alle Mario Coins? Yep. Ach, da habe ich gleich den Flat. Und der kann das hier. Auch wenn das irgendwie ziemlich bescheuert ist, dass der Flat gerade diesen seltsamen Schleim oder was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall dieses Zeug aus Super Mario Sunshine, dass der das schießt, weil irgendwie schießt er ja Wasser, um das zu beseitigen. Finde ich irgendwie unpassend. Oh, danke. Danke fürs Abbremsen. Jetzt habe ich jetzt Zeit, die Mario Coins zu collecten. Die alle haben sie, dieses Ding. Und der hat eine Fake-Item-Box. Oder Fake-Item-Hexa-Elder. Ich weiß nicht, ob es ein Hexa-Elder ist überhaupt. Das ist kein Hexa-Elder. Ein Hexa-Elder waren, glaube ich, die Item-Boxen aus Mario Kart 64. Das ist eher mehr ein Sechseck. Ein Zylinder-Sechseck? Keine Ahnung. Au. Das war echt ziemlich schlecht gesprungen. Und hier war so eine Fake-Item-Box. Wer ist reingefahren? Zack, zack. Habe ich jetzt alle Mario-Coins? Nein, die haben mir noch gefehlt. Ich glaube, wenn ich hier seitlich drüber fahre, habe ich das Gefühl, dass ich da schneller drüber komme. Kann ich aber auch komplett falsch liegen. Und jetzt habe ich gerade 25 Münzen. Das ist das Maximale, was man bekommen kann. Was daran liegt, weil nach 25 Münzen keine mehr auf der Strecke sind. Und es sieht stark danach aus, als würde ich jetzt verlieren, oder?
Ja. Da kann ich jetzt direkt mal das Kart wechseln. Ah, ich muss es übrigens nochmal machen. Und ich habe jetzt gleich gewonnen. Achso, nee, hier, das nehme ich nochmal drauf hier. Oder auch nicht, keine Ahnung. Kommt drauf an, ob ich was freischalte, aber ich glaube schon. Get Peach Item. Das Item ist sinnlos, das macht rein gar nichts. Das musste ich letztes Mal mit Erschrecken feststellen. Ich habe gerade mit riesigem Abstand gewonnen. Ich habe diesmal Donkey Kong genommen. Und das war echt kein Fehler. Evolution Racer. Kranker Shit. Alle Mario Coins. Das heißt, ich bekomme direkt wieder was frei und ich glaube, ich weiß sogar schon, was es ist. Hab ich recht? Ich sag's jetzt mal nicht, was es falsch ist. Er hat auch 500 Coins, das ist schon so ein Meilenstein. Easy, es war Luigi Original Card. Warte mal, ist das eine Anspielung auf... Ich glaube, das ist eine Anspielung auf das DS, Mario Kart DS, war Luigi Card. Der hatte ja diesen Bagger und dann hat er da dann noch dieses... Es war kein Dreirad, aber es hatte drei Räder. Was die Items angeht, ich nehme mal New. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich tatsächlich das sogar, was ich gerade hatte, also was ich davor hatte, als die beste Auswahl, die ich bisher haben kann, sehe. Weil die anderen Items eher Trash-Items sind. Oh, hier gibt's die Fake-Item-Box. Und man sieht's schon, Donkey Kong ist richtig fett. Ich hatte tatsächlich Probleme, was zu sehen. Ich denke, ich werde auch wieder dann zu einem anderen... Also ich werde auf jeden Fall zu einem anderen Fahrer wechseln. Das mache ich sowieso jeden Cup. Und was ich auch noch anmerken wollte, ist ja der Special Cup, den es ja bei Teil 1 gab. Und da weiß ich nicht, ob es den hier auch gibt, aber ich hoffe schon. Damit ich auch genug Zeit habe, noch die ganzen Fahrer auszuprobieren. Ach, das sind direkt drei Bananen. Ach. Auch lustig, dass ich jetzt hier mit Donkey Kong dieses Bananen-Item genommen habe. Weil, falls ich mich daran erinnert, dann Mario Kart Double Dash Donkey Kong dieses riesen Bananen-Item hatte. Und halt Donkey Kong auch an sich was mit Bananen zu tun hat, aber ich wollte eher darauf hinaus, dass der diese riesen Bananen, wenn man da dagegen gefahren ist. Nein, jetzt habe ich den Münzmagnet. Ich heb mir den Magnet mal auf. Für nächste Runde. Ha. Viel Spaß mit einem seltsamen Item, das dir nichts bringt, weil ich immun bin. Okay, jetzt hat man auch mal gesehen, was passiert, sobald man... von diesem Fake-Item getroffen wird. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich dieses Item aktiv habe, kein neues Item bekommen. Und hier ist es übrigens auch so, dass man das Item schneller bekommt, wenn man den Item-Knopf drückt. Hier bekommt man es, glaube ich, sogar instant, habe ich das Gefühl. Es fühlt sich wirklich instant an. Und ich habe ernsthaft keine Lust, schon wieder zu verlieren. Vorhin hatte ich riesigen Abstand. Was passiert hier? Und der Magnet bringt mir einen Scheiß. Komm schon, bitte. Ja! Ja, ich erinnere mich noch an den ersten Teil, wo ich bei 150er teilweise richtig lange gebraucht habe. Check in the box. Drops backward item box bump mine. Der Übersetzer ist auch nicht so der beste jetzt, oder? Kann das sein? Also mir kommt es so vor.
You have cleared Valuigi Cup. The GP committee formally invites you to the challenge game. Ah, sie haben es als Challenge eingebaut. Mein kleiner Fun Fact. Das ist cool. Aber es hat belastend, wenn man es nicht. Es gibt den Pilz. Nein, ich bin scheiße. Ich bin dämlich. Das geht richtig dumm. Oder springt der? Darf es normal machen? Durch diese scheiß Kamerafahrt. Das ging richtig dumm durch diese scheiß Kamerafahrt. Ich wollte jedes Mal. Ich wollte eigentlich. Hier machen wir ein Safe State. Hat's einen gemacht? Ich mach's lieber manuell. File. Nee, nicht File. Jetzt hat's einen gemacht, sehr gut. 50 Coins. Get Special Frame, Selectable during Photography. Bringt mir jetzt nicht viel, weil ich diesen Fotomodus, wie schon erwähnt, nicht nutzen kann. Und auch nicht nutzen will. Also ja, das war's dann. Bis zum nächsten Part.